Am Wochenende wird es im Waldheim-Lindenthal in Stuttgart-Weilimdorf so richtig zur Sache gehen. Die Weltelite der Highlander misst sich in den 5 Disziplinen: Baumstammwerfen, Steinstoßen, Hammerwerfen, Gewichtweitwurf und Gewichthochwurf. Die Organisatorin der Highland Games, Petra Müller vom ASV Osweil, die, unschwer zu sehen, selbst schon an einigen Weltmeisterschaften teilgenommen hat, garantiert ein absolutes Highlight, aber auch Top-Leistungen der Sportler. Naja, das ist das erste Mal, dass die Weltmeisterschaft hier auf europäischem Festland stattfindet. Und was wir freuen uns natürlich sehr drüber, dass das jetzt auch mal zeigt, dass die Sportart Highland Games auch ernstzunehmend ist. Es ist eine Weltmeisterschaft, also jetzt nicht irgendwie eine Veranstaltung, wo es jetzt darum geht, wer hat den schönsten Kilt, sondern es ist schottischer Mehrkampf. Die Osweiler Highlander trainieren dreimal die Woche, 2 Stunden, Sommer wie Winter. Die Sportler kommen oft von der Leichtathletik oder sogar vom American Football zu diesem schottischen Nationalsport, der seine Wurzeln im 11. Jahrhundert hat. Doch das Stoßen und Werfen von natürlichen Gegenständen ist mehr als nur ein Sport, es ist eine Lebenseinstellung. Wir kennen das jetzt nicht so, dass das Konkurrenzdenken so arg ausgeprägt ist. Natürlich freut sich jeder, wenn er eigene Bestleistungen hat. Aber wenn es jetzt zum Beispiel dem Konkurrenten nicht läuft, dann gibt man dem halt auch einen Tipp und sagt, hey, veränder mal deinen Stand und probier das mal besser zu machen. Also man hilft sich gegenseitig. Veranstalter der International Highland Games Masters World Championships ist neben dem ASV Ludwigsburg-Osweil der Württembergische Rasenkraftsport- und Tauziehverband. Tauziehen ist zwar keine Disziplin bei den Highland Games, aber ein Sinnbild für das Thema Fair Play. Es hängt damit zusammen, dass man sich eigentlich vorgenommen hat, wenn bei einer Mannschaft, auf jeder Seite ziehen normalerweise 8 Personen, weder Männer oder Frauen, wenn einer sich verletzt, dann nimmt die andere Mannschaft einfach auch einen raus, damit die Personenzahl gleich ist. Und von daher ist es eine richtige Fairplay-Sportart. Los gehen die Highland Games am Waldheim-Lindenthal am Samstag um 10 und am Sonntag um 11 Uhr. Ein mittelalterliches Rahmenprogramm rundet die Sportveranstaltung dabei ab.